Stellvertreter Heinz-Dieter Wettke. Vom Schauspielerverein Rote Erde, der erste Vorsitzende Hans-Peter Ahrens, sein Stellvertreter Günther Wettler und die Geschäftsführerin des Verbandes Wilderland-Wilderaus, der Stadt, nämlich auf dem Hansaplatz, auf dem Alten Markt, dem Rhein-Holdi-Kirchplatz, dann entlang der Kleppingstraße, dem Willy-Brandt-Platz, der Rhein-Holdi-Nordseite, dem Platz von Lietz, dem Platz von Netanyahu, dem Petri-Kirchplatz und neu hinzugekommen ist das Katharinentor.
der Bühne hier am Alten Markt gibt es wieder jeden Tag ein buntes, abwechslungsreiches Showprogramm, angefangen von lokalen Künstlerinnen und Künstlern bis hin zu internationalen Showgrößen. Und am 8. Dezember ist es dann wieder soweit, der Westdeutsche Rundfunk präsentiert seine beliebte Musikshow WDR 4 Weihnacht von 16:30 bis 21 Uhr auf dem Hansaplatz. Das Weihnachtsdorf unter dem größten Weihnachtsbaum ist alljährlich die Adresse bei Kindern aus Jahr und Fern, denn dort wohnt während der Adventszeit der Weihnachtsmann, den können die Kinder täglich besuchen. Im Wohnzimmer des Weihnachtsmanns steht dann auch in diesem Jahr wieder das Christkind-Telefon. Hier können die Kinder dem Christkind täglich von 13 bis 19 Uhr ihre Wünsche sagen. Ich denke, das ist immer ein tolles Erlebnis für die Kinder, dass es sowas auf keinem anderen Weihnachtsmarkt in Deutschland gibt, ist bekannt. Mein Dank gilt dem Veranstalter, dem Markthandel- und Schaustellerverband Westfalen und dem Schaustellerverein Rote Erde. Die haben wieder einen ganz tollen Job gemacht. Mein Dank geht aber auch an die Händlerinnen und Händler, die sich wieder viel haben einfallen lassen, um einen wunderschönen, attraktiven Weihnachtsmarkt zu gestalten. Auch in diesem Jahr werden wieder die drei schönsten Stände ausgezeichnet, aber die Wahl ist, das kann man glaube ich sagen, äußerst schwer, weil alle Händlerinnen und Händler ihre Stände mit viel Liebe und Sorgfalt gestaltet. Von dieser Kreativität und der stimmungsvollen Atmosphäre lebt unser Weihnachtsmarkt. So, meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt, den 118. Dortmunder Weihnachtsmarkt zu eröffnen und wünsche Ihnen allen, uns allen eine schöne und vor allem friedliche Adventszeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören, dass Sie an sind und nacheinander angegangen sind an Ihrem Beifall, an Ihrem A. Wo bleibt das nächste A? Ja? Ein Engel, wie sich das zum Weihnachtsmann gehört. So sieht sie jedenfalls von Face to Face aus. Ich wünsche Ihnen für die nächsten drei Weihnachtshimmel gute Unterhaltung mit Daniela Rosenburg.